Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir oder von uns. Wer weiß, was sich heute noch so ergibt. Es ist Samstag und ich glaube, heute wird Bernd auch im Video zu sehen sein. Ihr wisst, samstags, also das Wochenende, die sind uns so total heilig, die Wochenenden zusammen chillen und gammeln im Moment. So nach dem Umzug und so, das ist immer so das Highlight der Woche, wenn man so zusammen sich entspannen kann. Und ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ich glaube schon, dass ich Outlander geguckt habe, die Serie. Die läuft ja immer noch auf Netflix zum Glück. Das war so Anfang des Jahres, ich glaube März, April oder so habe ich angefangen, die Serie zu schauen. Und boah, die hat mich so gefesselt. Also wenn ihr Outlander noch nicht gesehen habt, mega. Und ja, ich habe die halt durchgeguckt. Dann kam ja auch im Sommer die 5. Staffel raus. Die habe ich auch geguckt. Die war allerdings nicht so prickelnd. Und ich habe mir immer gesagt, boah, wenn ich so 6 Wochen vor der Geburt bin, dann wirst du dich mehr schonen und mehr ausruhen und so. Und dann guckst du die ganze Staffel nochmal durch. Dann, also nicht die ganze Staffel, die ganze Serie. Dann suchtest du die nochmal durch. Und jetzt ist es soweit. Ich bin heute 34. Woche. Und wie so ein Geistesblitz kam mir das gerade in die Gedanken, dass ich heute anfange, meine Serie zu schauen. Ich habe da schon, weiß nicht, ob ihr es seht, gestartet, Outlander. Und ja, also ich habe auch schon Haushalt gemacht. Ich bin schon seit 3 Uhr wach, jetzt ist 9 Uhr. Also ich habe schon ganz viel gemacht im Haushalt. Die Wäsche läuft und das Bett habe ich abgezogen. Das kann ich nachher wieder beziehen. Irgendwie wird das immer so dunkel, wenn das Fenster da im Hintergrund ist. Ja, also das läuft alles. Ich lasse nicht den Haushalt liegen, natürlich nicht, aber halt so, ich freue mich richtig, die Serie nochmal gucken zu können. Ich hatte schon mal angefangen, die im Originalton zu schauen, aber da das ja in Schottland ist und die sprechen halt auch so Gälisch oder wie auch immer das heißt. Und also Schotten, die haben ja so voll den Akzent, das ist nicht schlimm, da komme ich schnell rein, das verstehe ich dann. Aber mit diesem Gälisch drin, boah, da muss man so zuhören, da kann man das so, die ist sowieso nicht so zum Nebenher gucken. Man muss sich sowieso konzentrieren, auch wenn es auf Deutsch ist oder in der Muttersprache, also in meiner Muttersprache. Und wenn das auf einer anderen Sprache ist, dann, boah, das ist so hohe Konzentration. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt die 5. Folge auf Deutsch wieder zu gucken. Ja, so, sonst habe ich heute nicht viel vor, außer halt weiter den Haushalt machen. Und Bernd hat ja gestern schon die Käsesuppe gekocht, das habe ich euch gezeigt gestern in dem Vlog. Die gibt es dann heute zu essen, das heißt, ich muss nichts kochen. Nö, ansonsten nichts. Doch Calvino muss ein bisschen Hausaufgaben machen und lernen und sowas alles. Aber ja, ansonsten ist es ein ganz entspannter Samstag. Ich habe mir einen richtig schönen, knackigen Salat gemacht mit diesen grünen Bohnen. Habe ich euch ja schon erzählt, dass ich da zur Zeit so drauf stehe. Gurke, Tomate, Oliven, Paprika, ja, und so ein Salatherz und dann Zwiebeln auch noch, genau. Und als Dressing habe ich einfach Salz, Pfeffer, Zitrone, eine halbe habe ich ausgepresst und Olivenöl. Und das lasse ich mir jetzt auf dem Sofa vorm Fernseher schmecken. So, ich muss jetzt ein bisschen hier diese Wäsche falten, den ganzen Haufen. Das mache ich immer schön hier. Das ist meine Arbeitsfläche quasi. Ich stelle euch mal ab. So, es ist schon spät jetzt. Also wir haben 20 nach 1. Es ist jetzt nicht so spät, aber ich habe echt viel gechillt. Ach, ich komme mit meinem Körper an die Waschmaschine, dann piepst die. Der Calvino macht jetzt gerade seine nicht Hausaufgaben, der muss halt lernen, weil der schreibt nächste Woche einen Test und so. Und der Smurfy, der liegt unter der Treppe in seiner Kiste. Da liegt er jetzt sehr gerne drin, seitdem ich die Kiste hier reingeholt habe. Und dann, ich suche den dann immer, also ne, ich rechne halt nicht damit. Und jetzt weiß ich halt schon, wo ich gucken muss, der ist dann da. Dann will er seine Ruhe haben, der ist richtig tief und fest eingeschlafen. Wäsche waschen liebe ich. Das mache ich echt gerne. Aber die Wäsche zusammenlegen, das hasse ich. Und noch mehr hasse ich es, sie dann zu verteilen in den Schränken. Obwohl jetzt geht's, weil ja jetzt alles so weitläufig ist. Früher in der alten Wohnung, da stand ja immer alles im Weg. Da hatten wir so wenig Platz und dann hat das so genervt. Und jetzt geht's schon. Es ist besser geworden. Unser Staubi ist leer.
Und er fährt von alleine auf die Station zum Laden. Das ist so süß. Wie ein kleines Haustier, ne? Ja, ich wollte Wackelaugen Ja, machen wir auch gleich. Wackelaugen draufkleben. ihm Ja, Riesenglubsch-Glotzaugen. Ja, möchtest du dir mal zeigen? Ach, die Musik muss ich leise machen, sonst wird das Video wieder gesperrt. Hier, so groß sind die. Zeig mal, habe ich nicht gesehen. So. Riesenglotzaugen. Wackeln die dann immer, wenn er saugt? Wahrscheinlich. Lululu. Ja, Auf dem Kühlschrank wollten wir auch machen, ne? Ich weiß das, ja. Jetzt kommt der Etty, weil er denkt, es ist Essen für ihn. Oh, dein Stuhl musst du ranschieben, weil. Genau, dann springt er auf den Tisch und nimmt sich die auch die Augen. Kleben die da drauf, weil da so eine Kuhle ist. Ja. Ja? Er macht die wieder jetzt ab. Was hat der Calvino da gemacht? Ein Auge? Jetzt ist er noch mehr wie ein Haustier, der Staubi. Wir brauchen keinen zweiten Hund. Wir haben einen elektrischen Roboter, Staubsaugerroboter. Geht's? Bist du anscheinend noch ein bisschen müde, Smurfy. Haben wir dich geweckt? Oder das Geräusch, es hätte ein Leckerchen sein können, hat dich geweckt? Cool. Sieht ja süß aus. Ja. Noch süßer als vorher. Etty aus. Dann komm. Jetzt am Kühlschrank. Wie machst du dann einen hier und einen da? Nee, zwei nebeneinander. Ja? Mhm. Na gut. Haben wir dann nicht auch noch? Was haben wir? Da! Haben wir doch schon zwei. Ach so, der Magnet da oben, ne? Ja. Smurfy, guck mal, zu dir sage ich, mach deinen Stuhl ran, ne? Und selber vergesse ich's. Ja. Das Doofe ist aber, dass die da gar nicht wackeln. Doch, wenn man hier so aufbaut. Man muss aber schon ordentlich. Nö. Nein. Schade, egal. Besser als gar keine. Zack. Mein Auge ist ein bisschen weit gespannt. Ich habe mal in einer Facebook-Gruppe gesehen, da hatten welche diese kleinen Wackelaugen, die Minis, und haben die in anderen Wohnungen, also zum Beispiel, wenn wir das bei Gudrun und Werner machen würden, alles vollgeklebt, zum Beispiel die Äpfel mit Wackelaugen und also alle möglichen Gegenstände wurden vollgeklebt mit Wackelaugen. Das ist lustig. Das müssen wir auch mal machen irgendwann. Möchte mal unbedingt das Essen, das Staubi mit den Dings fährt, mit den Wackelaugen. Ja, der muss jetzt erst laden. Er sagt, er hat keine Kraft mehr. Im Moment. Im Moment, ja. Ja gut, dann mache ich jetzt weiter im HWR. Wir treffen uns gleich auf der Couch. Oder? Ja. Kurze Pause gemacht. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es ist schon 2 Tage später. Gestern war ja Sonntag. Das ist die Spülmaschine, die so brummt. Sorry. Gestern war Sonntag und ich habe gar nicht für euch gevloggt. Ich habe einfach gesagt, wir machen mal einen Familientag. Zwischendurch tut das mal echt gut, wenn man so ja einfach für sich ist. Und ja, des Weiteren habe ich ein Problem wieder mit dem Laptop. Ich brauche ja immer dieses Ding, wo ich meine SD-Karte reinmachen kann, um die Videos, die ich halt filme, mit der Kamera auf den Laptop zu laden. Und irgendwie dieser Stecker, also der Laptop erkennt das nicht mehr an. Warum auch immer. Ich habe ein neues bestellt am Wochenende.
Ich hoffe, das kommt heute, aber vielleicht kommt es auch erst morgen oder so. Und dann kann ich halt auch nicht schneiden. Und umso mehr ich jetzt filme, umso mehr staut sich an. Ja, egal. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass jetzt vielleicht mal ein, zwei Tage kein Video kommt. Das könnte auch mal sein. Ja, dann werde ich das Video jetzt hier beenden und werde das neue Video von heute starten. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!